Hallo, ich bin Anne von Wassery, die Autorin von Black Mirror 3. Ich habe auch schon die Geschichte von Black Mirror 2 geschrieben, aber diesmal habe ich nicht nur die Geschichte, sondern auch die Rätsel und Dialoge geschrieben, zusammen mit Tom Fischer und Michael Holzapfel vom Entwicklerstudio von der Cranberry Production. Es hat total Spaß gemacht. Wir waren ein richtiges Autorenteam und das kannte ich eigentlich bisher bloß aus dem Fernsehbereich. Nicht weit von Willow Creek befindet sich das Schloss Black Mirror Castle, in dem die Familie Gordon lebt, eine uralte Adelsfamilie, die schon seit 800 Jahren dort ansässig ist. Die Black Mirror-Reihe handelt im Grunde von einem Fluch, der die Familie Gordon heimgesucht hat, und zwar seit Hunderten von Jahren. Der Fluch ergreift alle 12 Jahre von einem der männlichen Gordons Besitz und treibt ihn dazu, grauenhafte Morde zu begehen. Immer wieder wird die ganze Gegend von den Gordons terrorisiert. In Teil 1 hat sich der Vater umgebracht, in Teil 2 kommt der Sohn zurück ins Schloss und deckt dort seine wahre Identität auf. Die Geschichte von Black Mirror 3 spielt wieder in Willow Creek, in dem alten englischen Dorf, genau wie in Black Mirror 1 und auch im zweiten Teil. Und der Protagonist ist auch wieder ein Gordon. Ich habe für Soaps geschrieben und für Sketche. Und im Games-Bereich habe ich eigentlich bisher immer ziemlich allein gearbeitet. Und diesmal war es eben so, dass wir das schon allein die Idee für die Geschichte zusammen entwickelt haben. Wir haben uns da in ein Hotel eingeschlossen und so lange hin und her überlegt, bis wir drauf gekommen sind, was in Black Mirror 3 unbedingt zu Ende erzählt werden muss. Schon allein, weil Black Mirror 2 ein ziemlich offenes Ende hatte. Und da gab es einige Sachen, die einfach weitererzählt werden mussten. Ich habe an der Filmhochschule Babelsberg Film- und Fernsehdramaturgie und Drehbuchschreiben studiert und auch schon in dem Bereich gearbeitet, für TV-Serien geschrieben, Sketche, verschiedene Sachen gemacht. Und ich habe aber auch im Rahmen des Studiums schon sehr früh Kontakt zu multilinearen Geschichten und crossmedialen Formaten gehabt. Und daraufhin bin ich dann in die Games-Branche immer weiter gerutscht und komme nicht mehr raus. Ein Game zu schreiben ist auf jeden Fall eine besondere Herausforderung, weil es gilt, 20 Stunden Spielzeit zu füllen. Das heißt, man muss auf jeden Fall was zu erzählen haben. Und das macht mir natürlich besonders Spaß, weil ich da meine ganze Kreativität so richtig ausleben kann. Beim Schreiben von Black Mirror 3 hat mich auf jeden Fall Black Mirror 1 inspiriert, weil schon vom ersten Teil an hat es das Spiel geschafft, mich in diese Atmosphäre hineinzuziehen, in diese unheimliche Atmosphäre. Es ist inzwischen ein richtiges Black Mirror-Universum entstanden und das spürt man auch. Es ist also nicht nur so, dass man sich durch eine Kulisse bewegt, sondern die gesamte Geschichte, der Ort, die Optik und die Charaktere und auch vor allem die Musik, die alles zusammen sorgt dafür, dass man irgendwie in einen Sog des Abgründigen gerät. Darren Michaels, alias Adrian Gordon, ist der letzte lebende Nachfahre der Gordon-Familie. In Black Mirror 3 stellt er sich seiner größten Herausforderung. Wird er den Fluch besiegen? Dr. Joyce Winterbottom ist Darrens einzige Vertraute. Als Psychologin hilft sie ihm, seine verschütteten Erinnerungen wiederzuerlangen. Kann er bis zum Ende auf sie zählen? Inspektor Spooner wurde aus London nach Willow Creek strafversetzt. Er nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau.
Im Grunde braucht er nur einen Schuldigen und da kommt ihm Darren gerade recht. Lady Victoria ist die einzige Überlebende des Schlossbrands und die einzige Verwandte, die Darren noch hat. Sie weiß im Grunde alles über die Gordon-Familie und den Fluch. Nimmt sie ihr Geheimnis mit ins Grab? In Black Mirror 3 schließt sich der Kreis und wir kehren zu Orten zurück, die wir schon aus dem ersten Teil kennen. Die Kirche, den Friedhof und das alte Anwesen von Dr. Heinz Hermann. Willow Creek erscheint uns so aus einer komplett anderen Perspektive. Und auch ein Abstecher im Gefängnis fehlt nicht. In Black Mirror 3 werden alle Geheimnisse gelüftet, die den Fluch betreffen. Und wir kommen dem Black Mirror näher, sehr nah. Wir schauen sogar hinein. Und nur der Spieler hat nun das Schicksal von Darren in seiner Hand.